Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate im Abenteuermodus. Was haben wir denn hier? Stärkere Angriffe im Nahkampfwaffen für Gegner. Der Ultra Smash Gegner steht schneller auf. Versuchen wir mal. Ja, wir sind im Abenteuermodus. Spielen Inkling. Kämpfen gegen Link. Und die andere Olle hier. Mir irgendwie bekannt vorkommt. Na, hey. Oh, hat gezählt schon als Angriff. Ich bin aufladen. Mich auf den Arm nehmen hier. So, wollte schon sagen, Popcorn. Irgendwie voll spannender Kampf. Willst du ja mit einer Knarre, Link? Du bist ein Fantasy-Held hier. Ja, ich bin zu klein. Ah! Danke. Boah, ich krieg den hier nicht down. Das gibt's einfach nicht. Das ist auch für ein spannender Kampf, ey. Niemals hätte ich gedacht, dass ich gegen einen anderen Link hier so stehen würde. Boah, Junge! Ich immer noch lebt, ne? Jetzt gehe ich auf die Fresse, pass auf. Oder der. So, jetzt kriegst du auf die Fresse, pass auf. Oh, der rennt voll da rein. Oh nee. Boah, kann mal einer von uns hier frecken, bitte? Oh, aber perfekter Konter. Perfekte Abwehr oder was weiß ich. Apfel. Boah, ich wäre ja richtig. Ich werde irre, wenn ich hier noch verliere, ey. Sicherheit. Ohne Bombe hier ab. Man kann mal einer von uns hier frecken. Das ist wahrscheinlich der spannendste Kampf, den ich je im Smash Bros. Hatte, ey. Der ausgeglichenste. Oh, und dann gewinnt er auch noch, ey, Mann. Gibt's doch nicht, ey. Was war das für ein Kampf, ey? Mein Kampf der Götter hier. Wer, ich krieg jetzt voll auf die Fresse. Boom. Einfach weggehauen, das Ding. Boah, Junge, willst du mich verarschen?
kannst du ihn anzünden? Wieso ist der noch am Leben? Wo ist das? Oh, Junge. Warum ist der Kampf so übelst schwer, ey? Das gibt's doch einfach nicht, ey. Schild. So, komm her. Jetzt krieg ich dich. Gott. Boom. Ja. Oh, gut. Boah, das war irgendwie der epischste Kampf aller Zeiten. Kampf, himmlischer Kampf zwischen Gut und Böse war das hier. Meine Güte. Was habe ich da gemacht? Fourth Stage. Uah. Da ist noch eine Truhe. Board, Court und Bars. Irgendwie aus Fire Emblem 1 oder 3. Fire Emblem 1, Fire Emblem 3 ist ein Remake von Fire Emblem 1 und erzählt eine Geschichte weiter. Also ja. Oh Gott. Überhaupt schon mal gegen die gekämpft? Gott, die setzen die ganze Zeit diese Äxte ein. Großartig. Boom. Boom. Da immer noch. Boah. Muss schon sagen, wenn ich jetzt hier rausfliege, ne? Gut. Mit Inkling läuft. Wird besser. Kann immer noch ein potenzieller Main werden. Hoffentlich. Ach, die können da wieder die Brücke reparieren, ne? Ich habe die aber schon. Ha. Sag's jetzt. So, letzter Gegner hier, Balloon Fighter. Smash of Tire. Da gehen sie jetzt auch ein Special oben ein. Okay. Da bringt da irgendwie nichts. Natürlich, er setzt seinen Ballon hier ein. Macht doch keinen Schaden. Boom. Mitten in die Fresse geworfen. Einer von denen ist schon tot. Ich nehme an, die Herausforderung soll hier sein, dass... Boom. Tschüss. Tschüss. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so schwer sein wird. Aber ich wollte ja nichts sagen. Ich krieg gar kein Geld hier. Mann. So, Lernjuwelen, komm. Hey, sind sogar Lernjuwelen. Wenn ich noch mächtiger wäre, aber ich kann mir nichts holen, ne? Wir schauen durch Gift. Verstärkt deine Standangriff. Darauf muss ich sparen. Ja, was wollt ihr von mir? Ja, komm, holen wir euch alle ab.
muss ja nichts dafür bezahlen, oder? Keine Ahnung. Einfach hier alle ihr einpacken. Wahrscheinlich gibt es auch einen Meilenstein oder so. Weiß ich nicht. Ja, nicht schaden. Wenn ich nicht weiß, ob ich die Dinger je irgendwie benutzen werde. Ich dachte, er ist ein Dragon Ball Z Charakter. Weil erste, was ich irgendwie so gesehen habe. Gibt es irgendwie ein Geist, den ich irgendwie hier mal hochleveln kann auf 99, in der seine Dings verwandelt, hier seine Gestalt verwandelt, verändert wird, weiß ich. Da fällt mir gerade ein, ich habe doch hier einige doppelt, ne? Dann zum Beispiel, na ne, Biki. Und noch irgendeinen hatte ich doppelt, diese Board und was weiß ich. Anscheinend nicht. Doch, ja. Und entlassen. Ja, da kann er gehen voran. Belohne ich jedoch mit ihren Chips, mich zuvor fahren, ja. Irgendwie ironisch, statt dann irgendwie erstes nicht entlasse. Ich verliere der Street Fighter Serie. So. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Oh, da warten Sheik und. Ja, warum nicht? Schon dabei sind Shinobu. Gegner jagt nach Items. Da vielleicht mal den Charakter wechseln. Oder? Macht der Inkling gerade so Spaß. Richtig Spaß mit denen zu spielen, mit die zu spielen. Oh, ich habe immer Angst, dass ich damit aus dem Screen irgendwie geballert werde. Na gut, da war einfach. Aber ja, was Level 1, ne? Gut. Die Karte wäre ein bisschen detaillierter, so dass ich irgendwie sehen kann, wo sind noch welche, wo sind keine. Rabbit Mario, der Gegner startet mit Laserknarre. Ja, ich habe eine Farbknarre, ist viel effektiver. Pass bloß auf. Wat? Boah, jetzt hat er mit einer Knarre zur nächsten gewechselt. Ey. Ich will auch eine haben. Irgendwie erhöhte Schwerkraft oder? Klatsch. Bist dich. Der springt einfach weg. So, jetzt kommen wir kämpfen. Hat. Bleib einfach nicht stehen, ey. Nein. Boah. Bleibst du mal stehen, ey. Nein. So. War mehr. War voll unnötig. Nervig, ey. So, ein Kampf von neu entfernt. Metal Sonic.
Jetzt hat sie innerhalb des Zeitraums Metallverwandlung für Gegner. Raketengurt und Metallform. Das klingt nach einer sehr fiesen Kombination. Das hat Metal Sonic, ne? Ausdauerkampf, genau. Kein einziges Mal getroffen. Dann bringt er ja irgendwie nichts, wenn der Metall ist. Dann wird er ja noch einfacher getroffen. Na, was bin ich an? Oh, komm her. Wir haben fast gar nichts abgezogen, ey. Ich habe mir einen normalen Schlag gegeben. Einfach so. Gut. Aber jetzt schick. Muss ich die dann spielen? Den. Was hat der Bewohner? Ich glaube, wir waren noch zwei. Ja. In den Kampf und frei den Kämpfer. Alles klar. Wenn du mich schon so fragst, so. Wo ist der? Nämlich boom. Vorausgesehen, Ski kämpft nun mit dem, werde ich auf jeden Fall nicht spielen. Ey. Würde ich nur auf der Fresse kriegen, ey. Viel zu schnell. Wäre doch nicht so gute Angriffe, finde ich. Jetzt mal so ganz ehrlich bin, hat er mal den Weg hier frei gemacht. Ja, sieht schon gut aus, ne? Muss nur immer erst gucken, wo gibt es noch irgendwas. Der ist aus WarioWare. Wir liegen Hauptgegner, um zu gewinnen. Oh Gott, in einer dieser Kämpfe. Aber wir spielen auf der WarioWare Stage, das ist meine Lieblingsstage. Ach, ich bin da! Verdammt! Ich dachte, ich war noch auf der Stage. Ich habe irgendwann aufgesammelt. Nee. Das ist eine Bombe, Mann. Kannst du mal aufhören, auf mich zu ballern? Ha. Nein. Nein. Ich mein Schwert noch? Nö. Doch. Oh. Sehr gut. Ob ich da aber noch schaffe, das ist die Frage. Boah, ey. Ja, ist gut. Wobei ich verstehe es echt nicht, was hier los ist, ne? Ja. Was ist das? Mitten in die Fresse. Mm.
So. So. Mal geh weg. Warum werfen die denn eigentlich immer in der Luft? Da ist nie irgendjemand. Boah. Sehr gut. Ja, ich musste Mario. Boah. Stimmt, stand ja Hauptgegner. Aber wenn halt so viele Gegner hier sind, dann verliere ich halt den Überblick. Okay. Metaur, das war Mega Man. Okay, nächstes Mal, wenn wir Abenteuer spielen, spiele ich jemand anderen. Inkling läuft gerade, also ich gehört, du setzt auf dein Schild ein, dann kannst du mich aber nicht angreifen, Kollege. Vor allem, ich kann dann einfach graben, genauso verdammt. Also habe ich doch irgendwie so eine Fähigkeit hier. Hat irgendwie Schilder irgendwie schneller kaputt gehen. Boah, jetzt grabt er mich. Oh. Boah, bin ich auch noch. Boah, willst du mich hier eigentlich? So. Wo bin ich? Ach, ich bin da drin. Boah. Ja, Feuer gegen Farbe. Boah, warum? So, oh mein Gott, ey. Warum war das jetzt schon wieder so nervtötend? Eieiei. Super Pac-Man, Ultra Smash. Oh, da sieht schon wieder so aus, als wäre da, ja, Nepp und Schlepp. Gegnerjagd nach Items. Sieht schon wieder nach einem Dojo oder was weiß ich aus. Oder ein Shop. Shop wäre blöd, weil ich will Geld sparen. Boom. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. Was? Ich weiß nicht, wie der eine verreckt ist, aber gut, dass er verreckt ist. Du bist jetzt aufgeregt. Cool. Läuft immer besser. Ich werde immer besser. Wer hätte das gedacht? Ich spiele seit 3-4 Stunden. Gut, dass ich besser wäre, ne? Du kannst mit XT, Nap und Schlepp irgendwas machen. Einkaufen. Ja. Ja, nicht so viel Geld. Oh, GP muss man bezahlen. Gut. Boom. Lernjuwel. Die Dinger soll ich vielleicht auch mal irgendwie einsetzen. Die kann man vom Kampf, glaube ich, einsetzen. Und die stärken einen ein bisschen. Das sollte man vielleicht mal versuchen einzusetzen. Hm. Komm schon. Na, ganz schnell noch den Charakter freischalten. Komm. 5 Minuten, 3 Kämpfe. Plattsam und langsam. Na, die sind aus. Rhythm Fever Heaven. Boah, das Spiel wollte ich auch mal gerne spielen. Richtig witzig aus.
Oh, sehr gut. Langsam richtig gut mit dir. Und das war sehr blöd von dir. Ich habe gar nicht gemerkt, ob wir gegen Fugo gekämpft haben. Nur in Duck Hunt Dog irgendwie gesehen. Okay. Ja, Moritz, du bist auf jeden Fall von Animal Crossing. Ja, wer auch immer da oben ist, den kriege ich noch. Den kriege ich noch heute. Definitiv heute. Diesen Part meine ich. Wow. Wenn ich mir nur einmal sind die Kämpfe gegen Melinda immer voll nervig, ey. Weiß nicht wieso. Boah. Ja, irgendwie schon, ne? Du hast meine Farbbombe eingesackt, du. Ducken. Ah, oh, das gibt's jetzt nicht. Nein. Ich muss mal echt irgendwie so üben, hier in der Luft zu kämpfen. Irgendwie habe ich am meisten Probleme so. Warum läufst du noch weiter? Was ist das? Nicht anfassen. Meins. Pfannkuchen auch. So, komm. Na, sehr gut. Ich bin auch rausgeflogen, beinahe. Sehr gut. So, jetzt nur noch den einen Charakter und dann, wenn wir beenden, den nächsten Charakter, den wir wahrscheinlich freischalten. Okay, Mii-Schwertkämpfer, cool. Schon gefragt, wo wir die Mies irgendwann mal herkriegen. Und vor allem sogar mein Lieblings-Mii. Ich will mal ein Mii erstellen hier, für diesen, für dieses Spiel. Boom. Boom. Dein Gesicht ist noch nicht in Farbe gehüllt. Du Pisser. Und ich kann man die mal online hier benutzen, ne? Boah. Oder für irgendwas anderes irgendwie konnte man irgendwie fast gar nichts benutzen hier im vierten Teil. So. Sie wissen, wie ich den letzten fertig gemacht habe. Genauso. Predicted. Der Mini-Schwertkämpfer kämpft nun mit. So, ich habe wahrscheinlich immer noch nicht genug Lernjuwelen, ne? Lass mal schauen. Weiß ich auf jeden Fall, wen ich als nächstes spiele. Muss ich mir mal Mii erstellen hier. Ja, füllt sich so langsam, ne? Gut, aber ich sagen aber, ja, ich will diesen Part, ich werde auf jeden Fall nicht genug Lernjuwels haben zum Hochleveln. Na, Gegner, ach, das ist Peach oder Daisy. Ich glaube Peach. Peach. So ein kleiner Main von mir. Ja. Ja, ich maine ein bisschen Peach. Was dagegen? Oh.
Warte, Richtung. Nein. Okay. Zum Glück ist mir Peach nicht so wichtig. Also. Dreck, ey. Sag mal, was ich nicht kaufen kann. Ein Ticket. Komm. Alles klar, würde ich sagen, das war's für diesen Part. Wir noch mal heute Schluss machen. Hab genug aufgenommen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Und tschüss.